Aber hey, stimmt das, was er erzählt Ich weiß nicht, wenn das stimmt, ist Hype auf jeden Fall, Bruder. Also, sag mal bitte einmal die Nummer ganz, ganz ruhig und gelassen. Das ist kein Name. Du sagst die Nummer, bitte. Von wem ist die Nummer? Von irgendeinem Köpfig aus TikTok, der auf Straße Gangster macht. Bitte einmal sagen. 01 was? Sag mal bitte mal. Schreib's einfach aus. 049 Nochmal. 049 1577 513 0007. Götzivo. Der Köpfig von Barello. Der Köpfig von Barello. Der größte Köpfig. Barello ist sein Boss. Barello ist sein Boss. Barello entscheidet, was dieser Götzivo macht. Wenn der Barello sagt, sitzt du Hund, der sitzt wie ein Kelb. Denkst du? Ja. Sollen wir das mal austesten? Hol Aber den mal hier rein. Der soll mal hier reinkommen, Bruder, jetzt, ja? nein, der soll mal eine Eier lutschen. TikTok sportlich, TikTok sportlich. Was sagt dieser Party über dich, ja, dass du mit einem 17-Jährigen in Wohnung irgendwas. Bruder, glaubst du sowas? Walla Billa, du hast das stimmt, du kennst, Bruder, lüg nicht. Walla Billa, du Vergewaltiger, lüg nicht. Vergewaltiger, lüg nicht. Ich hol deine ganzen Beweise. Dieser Code werde ich bald holen auf TikTok, der wird dich blamieren. Deine Anzeige, du Köpek. Ja, Vergewaltiger, alles wird rauskommen, Jemen hier. Salam Sowas. alaikum. Salam. Ich schwör auf diesen heiligen Lailatul Qadr, das stimmt. Weil ich das mit meinen Augen alaikum. gesehen habe. Ich habe das mit meinen Augen gesehen, wie Hey, damit keiner die reinkommt, damit jungen keiner Mädchen reinkommt. mit ihr Tanga anfassen, ehrenlose Land, Köpek Damit Land. keiner reinkommt. Barello, du weißt, ich lüge nicht, Barello. Du kennst mich lange, du kennst mich am längsten hier. Du weißt, ich lüge nicht. Bei Alle sowas, tippen, tippen, der alle wollte tippen. nicht Vater, Bruder. Ich schwöre nicht, dass Tippen ich lüge. Rosen. Kann ich Lause, eine Frage stellen? Ich habe eine Verantwortung bei Allah. Und ich habe das gesehen. Der Hüsten hat sich mit seinem Vater gestritten. Ich erzähle dir die ganze Geschichte. Die haben den Hüsten angegriffen. Der Ibo, Gött Ibo, hat den Hüsten angegriffen. Hüsten ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, du hast eine 17-Jährige vergewaltigt. Die haben den geschlagen. Ich schwor auf meine Mutter. Hüsten ist zur Polizei gegangen, Anzeige gemacht. Hüsten Kurt, Hüsten Dings, was heißt der? Warte, wie heißt sein Alle Sohn? tippen, 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 tippen. Wie heißt sein Sohn? Alle kennen aus Essen. Hüsten Kokain-Junkie. Das ist auch so ein Junkie. Aber ich hol dir den. Wallah billah, ich hol dir den. Der zieht ab hier und der verkauft. Der hat mit Ibo jeden Tag Partys gemacht mit minderjährigen Weibern. Ich schwöre bei Allah, Bruder. Bruder, woher weißt du das alles? Bruder, weil Hüsten mein Nachbar war. Hüsten hat mir das alles erzählt. Alles weiß ich. Und die haben sich doch am Wasserturm, Bruder, ich bin ein neugieriger Mensch, die haben sich am Wasserturm geboxt, Bruder, wegen der Geschichte. Und Polizei ist gekommen. Und dann habe ich gefragt, warum dies und das. Like sogar Ibo hat mir das erzählt. Ibo, das ist vor ein Jahr, anderthalb Jahren her passiert. Wallah, billah, Bruder. Komm, Leute. Perfekt. Redet. Der ist doch nach Diyarbakır abgehauen für 3 Monate. Und wann ist das passiert? Wann ist das passiert mit diesem Mädchen, Mann? Vor ein Jahr, anderthalb Jahren. Ein Jahr so, anderthalb Jahren. Und ey, vor ein Jahr und anderthalb Jahren ist er dann nach Diyarbakır abgehauen. Der ist nach Diyarbakır abgehauen. Hat der MPU, Affäre Bruder, danke. gemacht? Weißt du, weil der Gemüsegeld geklaut hat? Wallah, billah. Guck, alle fragt jeden in Essen. Der weiß das, Barello. Der ist nach Diyarbakır abgehauen. Seine Familie. Warte, Bruder, Ist nicht mehr da. warte. Der kommt Ja. in einen anderen Account. Warte, warte.